So, wir waren dabei zu Elena zu gehen zum Essen. Gucken uns jetzt erstmal um. Oh, daran arbeitest du gerade? Bangkok Travel Guide. Oh, das kann man lesen. Oh. Wow. Ach, Wow, wie wir müssen toll. wirklich mal wieder Urlaub machen. Zu lange her. Sorry, wenn wir uns so umgucken, aber ich möchte hier. Hallo, steht hier jemand? Nee. Ich möchte das Spiel auch ein bisschen genießen. Okay, die haben aber hier die Nacht noch ein bisschen was veranstaltet, die zwei. Die ein ganzes Ankleidezimmer. Wow. Und der will noch Schätze borgen. Wow. Oh, die Musik, die wird auf YouTube bestimmt wieder zensiert. Wie viele Toiletten hat das Ding? Ich habe recherchiert. Ah, so nennt man das also heutzutage. Wirklich? Hey, kannst du vielleicht das Essen holen? Ich bin hier auch gleich fertig. Wow. Ja, na klar. Danke. Na bitte. Genau, wir holen das Essen. Erstmal ein Bierchen holen. Jetzt hat das Bier da. Und. Fertig, okay. Oh, sie sieht echt noch besser aus. Hast du es geschafft? Ja. Naja, er ist wahrscheinlich zu lang und voller Tippfehler, aber dafür gibt es schließlich Redakteure, stimmt's? Boah, hab ich Hunger. Ja. Sieht gut aus. Also, nur den Tag. Was? Hm? Ich habe kein Wort verstanden. Oh, sorry. Tut mir leid. Wie war dein Tag? Oh, er war klasse. Ein typischer Tag im Paradies. Ich durfte eine Ladung Müll aus einem Fluss fischen. Ja? Immerhin durftest du schwimmen. War denn interessanter Müll dabei? Oh, ganz tolles Zeug. Wir haben einen Laster aus dem frühen 21. Jahrhundert entdeckt. Die Einheimischen nannten ihn einen Sattelzug. Oh mein Gott. Sowas halt. Langweiliger Kram. Erzähl von deinem Artikel. Tja, zuerst war es nur so eine brave Story über Tourismus in Bangkok. Aber oh Gott, jetzt kommt's. Ich glaube, dem Magazin wird mein Blickwinkel nicht gefallen, weil jeder sofort erzählt hat, wie schlimm der Smog ist, dass er wie ein Schlag in die Lunge wäre, sobald man aus dem Flieger steigt. Was, Nate, du hörst gar nicht zu. Nate, geht's dir noch gut? Du musst Elena zuhören. Was? Wo bist du? Ich bin hier und werde mit Gabeln gespickt. Ach, wirklich? Was? Erzähl weiter, es war echt interessant. Oh. Ja. Und wovon handelt mein Artikel? Was? Der hier? Mhm. Bewohner von Bangkok, die verschollene Bank, Flüge in Bangkok. Flüge in Bangkok, die haben
einige Probleme mit dem Smog und können nicht landen. Wow. Tut mir leid. Das war mutig. Das war, die richtige Richtung, oder? In einem anderen Staat, aber ja, es war die richtige Richtung. Was? Jameson hat wieder wegen des Malaysia-Jobs gefragt. Hm? Jameson fragt ständig wegen des Malaysia-Jobs. Hör zu, Nate. Ich finde wirklich, du solltest ihn annehmen. Hm. Weißt du was? Ich will nicht. Wirklich. Ich meine, er hat nicht mal die Genehmigung. Und wir hatten abgemacht, dass wir solche Jobs nicht mehr machen. Okay, das ist es nicht wert. Es hört sich nicht so riskant an. Hm. Okay, nein, nur nicht. Die Genehmigung sind, du könntest Sullivan anrufen. Wie lange hast du ihn nicht gesehen? Elena, 2 Jahre? Können wir bitte das Thema wechseln? Okay, ich will bloß nicht, dass du ihn meinetwegen nicht annimmst. Ich nehme ihn meinetwegen nicht an, okay? Ich weiß das wirklich zu schätzen, nur... Ich werde dann mal abwaschen gehen. Halt, ich mach das. Nein, warte. Du hast gestern gespielt. Nein, du hast gekocht, ich wasche ab. Schon gut. Ich meine, zumindest könnte ich es mir verdienen oder sowas. Lass uns... darum spielen. Du willst darum spielen? Ja, dein kleines Fernsehspielchen. Ich wette, ich knacke deinen Rekord. Wow. Du glaubst, du knackst meinen Rekord in meinem kleinen Fernsehspielchen? Ja, ich glaube, du hast Angst. Du weißt ja nicht mal, wie es heißt. Ich muss nicht wissen, wie es heißt. Ich habe dich spielen sehen. Ja. Man rennt und springt umher und darin bin ich ein Naturtalent. Ach, ehrlich? Was sagst du, feiges Huhn? Bist du dabei? Oh, wow, okay, Cowboy. Huhn und Cowboy? Okay. Oh, PlayStation 1. Oh, ich lerne schon viel. Das ist noch die gute alte PlayStation 1. Was ist es? Nein, es muss laden. Laden? Ja. Das dauert ganz schön lange. Du bist so ungeduldig. Wenn man etwas anschaltet, erwartet man, dass es... Okay, los geht's. Oh, Banjo-Kazooie. Gibt's ein Problem? Nein, nur... Oh mein Gott, wie geil. Wie kriegt man's zum Laufen? Du musst die Starttaste drücken. Das wusste ich. Ich hab's. Okay. Lauf auf die Kamera zu. Zur Kamera laufen. Geht klar. Und die Kreistaste ist dein Drehangriff. Ja, und mit X springst du. Okay, wo ist X? Beim rechten Daumen. Okay, lauf vor dem Felsblock weg. Warum verfolgt mich der Felsblock? Lauf. Oh, okay, wir sind falsch. Weiß, wie kletter ich raus? Oh, unrealistisch. Ich wäre rausgeklettert. Er sollte klettern lernen. Klettern hat mir immer geholfen. Er sollte echt klettern lernen. Wow. Nicht weit genug. Mit welcher Taste springt man weiter? Letztes Leben. Mach besser was drauf. Was? Oh, ich pass auf. Das Drehen nicht weh. Wie letztes Leben? Hallo, sind die doch bekloppt? Hey, spring! Schrei mich nicht an. Ich feuere dich an, ich coache dich. Mach das weiter. Benutz den Dreh. Pass auf, die Grube. Pass auf, hab aufgepasst. Was ist das, ein Fuchs? Ein Beuteldachs. Sieht nach Fuchs aus. Was? Fuchs in Jeans. Was? Das war's? Selber schuld. Das kann doch nicht wahr sein. Ich war so wie am Ziel. Du kannst das nochmal versuchen. Komm schon, doppelt oder nichts. Mein Auto muss dringend gewaschen werden. Echt jetzt? Musst du jetzt auch noch darauf rumreiten? Es gibt da auch diesen... Bestimmt, gab's ein Remake davon jetzt? Red ruhig so weiter. Red weiter. Was willst du tun? Ich warne dich. Was willst du tun? Ich warne dich. Jetzt, was willst du tun? Zeig's mir. Ich sag's dir. Wie findest du das? Oh Gott, FSK 18. Hey, bist du glücklich? Ja, na klar. Und du? Echt jetzt? Boah, Elena ist so toll. Ich finde Elena toll. Also sorry, aber mal ernsthaft.
Noch nicht geöffnet. Da ist bestimmt Sully jetzt, weil Elena Sully angerufen hat. Oh Mann. Okay, ich komm ja schon, ich komm ja schon. Arschloch. Ja, kann ich helfen? Ja, ich suche meinen kleinen Bruder. Was? Etwa ihre Größe. Etwas schlanker. Etwas weniger graue Schläfen. Was? Sam? Schön, dich zu sehen, Nathan. Oh mein Gott, Sam! Wow, okay, okay, langsam, langsam. Wie? Ich dachte, du... Du wurdest getroffen. Ja, das stimmt. Genau hier. Oh Mann. Die Ärzte, die haben mich zusammengeflickt und zack, war ich zurück in der Zelle. Ja, aber... Ich habe rumtelefoniert, alles überprüft und es gab überall dieselbe Antwort. Du seist tot. Nathan, wir haben den Wärter getötet. Ich sollte für den Rest meines Lebens in der Zelle verrotten und das wäre ich fast. Mensch, Sam, ich... Mann, hätte ich das gewusst, bei Gott, ich du wäre sofort... Du wärst gekommen. Ich weiß, Nathan, ich weiß. Was jetzt zählt, ist, dass ich draußen bin. Hey, hey. Alles klar bei dir? Ich muss an die Luft. Krass. Damit hätte ich nicht gerechnet. Nicht ohnmächtig, oder? Könnte es sein. Das ist ganz schön viel für mich, Mann. Wie bist du da rausgekommen? Wann bist du raus? Wie kommst du hierher zu mir? Langsam. Hm? Setz dich. Erzähl mir von dir. Hm? Von mir? Ja. Was soll ich da erzählen? Hm. Ich habe alte Bekannte angerufen. Die erzählen ziemlich wilde Geschichten. Was für wilde Geschichten? Ein Bauchschuss? Du hingst an einem entgleisten Zug im Himalaya? Ja, das, das ist echt passiert. Komm schon, Mann, was habe ich verpasst? Mensch, Sam, wo soll ich da nur anfangen? Mit dem besten Teil. Ich habe Eldorado gefunden, ich habe Iram die Säulenstadt entdeckt. Welcher Teil war bisher der beste? Was meint ihr? Was? Okay. Ich war zu langsam. Erinnerst du dich an unsere Theorie, dass Sir Francis Drake seinen Tod vortäuschte? Ja. Okay, das hat er. Ich habe den Sarg entdeckt. Vor der Küste Panamas? Ja. Ja. Okay, und jetzt halte ich fest. Ich öffne ihn also. Echt? Keine Leiche drin. Aber der Boden ist sein altes Tagebuch. Verarschst du mich? Boah, ist das ja, gerade toll. Was soll ich sagen? Noch eine verschollene Stadt zerstört und wir sind lebend rausgekommen. Gerade so. Unglaublich. Ja, das war's. Schade, dass du nicht da warst. Nein, es ist wirklich unglaublich. Du stolperst schon wieder über eine archäologische Goldgrube und schaffst es, am Ende mit leeren Händen dazustehen. Wie immer. Tja, das ist wohl mein Schicksal. Aber ich habe schon hier und da ein paar schöne Sachen gefunden. Hm. Hat fürs Auto gereicht, das Haus, den Verlobungsring, ich bin verheiratet. Unglaublich. Elena aus den Geschichten. Sie ist meine Frau. Du musst sie kennenlernen. Heute Abend. Dinner. Bei mir. Du kommst zum Essen. Dann erzähle ich ihr von dir. Mist, ich muss ihr von dir erzählen. Nathan. Ich stecke in Schwierigkeiten. War irgendwie klar. Was? Wovon redest du? Was ist denn los? Sagt dir der Name Hector Alcazar irgendwas? Ja, dieser Drogenbaron. Der Schlechter von Panama, oder? Wieso? Eine lustige Geschichte, aber... Im letzten Jahr war er mein Zellengenosse. So bin ich aus dem Knast gekommen.
Liest du heute gar nicht? Samuel, komm her. Hör mal. Die Wachen. Sie singen. Naja, die sind bestimmt besoffen. Kann sein. Aber sie sind zufrieden. Wie können sie mit ihrem mickrigen Leben zufrieden sein? Ihrem erbärmlichen Job? Naja, sie haben Ehefrauen, die auf sie warten. Was haben wir? Nichts für ungut. Wir haben Ehrgeiz. Oh. Und wenn wir hier rauskommen, wird uns dieser Ehrgeiz weiterbringen, als es sich diese Idioten vorstellen können. Tja, dein Optimismus in allen Ehren. Was hast du vor, wenn du hier rauskommst, Samuel? Das heißt, falls ich hier rauskomme. Du kannst es dir sicher vorstellen. Kann ich. Aber ich will, dass du es sagst. Ich werde den größten Piratenschatz aller Zeiten finden. Er sucht das One Piece. Was du bestimmt schon nicht mehr hören kannst. Oh nein. Die Geschichte von Henry Avery und seinen 400 Millionen in Juwelen und Gold ist mein liebstes Schlaflied geworden. Glaubst du wirklich, du kannst ihn finden? Wenn ich die Chance dazu habe? Auf jeden Fall. Ehrgeiz. Wie heißt das Zitat von Avery? Ich bin ein Mann des Glücks und ich muss mein Glück suchen. Oh. Mir gefällt, wie er denkt. Was zum Teufel? Die Chance unseres Lebens. Señor Alcázar. Me alegro verlo. Sag mir den Key. Wow. ¿Qué hacemos con él? Samuel, bist du bereit, dein Glück zu suchen? Toll, das ging einfach und schnell. Vámonos. Hector Alcázar.